Mein Name ist Christoph Janssen. Ich unterrichte in meinem eigenen Dojo im Südschwarzwald, dem Ronin-Dojo, Tai Chi, Zen-Meditation und anderes. Ich möchte von meiner Langform, die ich hier unterrichte, nur die Nummer 1 zeigen und erläutern. Weitere Teile werden folgen. Ausgangspunkt ist die Wu-Stellung. Eine Stellung, in der wir sozusagen keine Richtung haben, keine Energie, die ausgeübt wird. Die Füße sind auf dem Boden in einer natürlichen Stellung, daher leicht geöffnet. Die Knie sind leicht gespreizt und leicht gebeugt. Das Becken ist ein bisschen angekippt, der Rücken ist aufrecht und gerade. Der Hinterkopf zieht nach oben. Die Hände hängen entspannt nach unten. Wir haben zwei Energierichtungen, eine, die nach oben die Aufrichte macht, eine, die Entspannung nach unten. Der Blick geht immer auf die Horizontlinie. Der Atem geht entspannt und natürlich und die Nummer 1 beginnt damit, dass ich das Tor öffne. Beim Ausgangspunkt stehe ich weder hinten auf der Ferse noch vorne auf den Zehen, weil es beides Spannungen im Körper bringt. Ich stehe in der Mitte, dort wo die Fußwölbung ist. Beim Tor öffnen atme ich ein, gehe auf die Mitte des rechten Fußes und sinke. Der linke Fuß hebt hoch, aber nur die Ferse, die Zehen bleiben am Boden. Er setzt nach links raus, legt flach ab, aber ohne Gewicht noch. Die Innenkante ist parallel zum rechten Fuß, wie der rechte Fuß nachher sein wird. Dann gehe ich mit dem Gewicht, mit der Hüfte, im Niedrigbleiben, ganz nach links, bis der rechte Fuß völlig frei ist. Drehe den rechten Fuß auf der Ferse wieder parallel in die Mitte und zentriere mich. Jetzt bin ich so, als ob ich auf einer Bank sitzen würde. Knie gebeugt, das Gewicht 50-50, in der Mitte der beiden Fußsohlen und der Hinterkopf nach oben gerichtet, die Hände entspannt. Dann beginnt die Bewegung im Dantian, in der energetischen Körpermitte. Dort geht der Körper hoch und die Hände folgen. Und zwar so, als würden sie hochgezogen, nicht sondern sie schweben, eine Ganzkörperbewegung, bis ein bisschen über die Waagerechte, so als würden sie hier hochgezogen, und dann sinkt die Hüfte wieder etwas. Dantian senken. Die Hände werden wie auf einem Tisch abgelegt. Die Knie sind gebeugt, ich bin wieder etwas unten. Ganz wichtig ist, macht nicht solche Bewegungen. Das ist keine Ganzkörperbewegung. Die Bewegung ist, Hüfte führt,